hier sind meine Top 5 Motorrad-Gadgets. Ich zeige euch auf jeden Fall jetzt das, wo ich nie mehr drauf verzichten möchte. Und da geht's direkt schon los mit so einem Helmsprechsystem. Anbringen, reinklipsen, Stecker rein und dann geht's los. Das Ganze benutze ich fast täglich in meinen Vlogs in Echtzeit. Hier den Ton und da das Bild. Auch wenn man zu zweit auf einem Motorrad sitzt, muss man sich in diesem Fall nicht mehr anschreien. Wir haben hier direkt das drauf, was ich erlebe und das ist doch auch für euch schön. Ta-ta-ta. Nicht alle Motorräder haben eine Steckdose. Das ist nichts anderes wie ein massiver Akku-Pack. Wenn ich unterwegs bin, möchte ich doch mal das Handy aufladen oder eine Kamera aufladen, dass es weitergeht im Vlog. Das Ganze hat so viel Strom, dass ich im Prinzip ein Auto damit starten kann. Das Kabel könnt ihr normalerweise zu Hause lassen. Hier steckt der Saft drin. Das ist die Kiste. Ihr müsst keine ausgebildeten Mechaniker sein. Es geht nur darum, wenn man Motorrad fährt, legt man gerne mal selbst Hand an oder hat zumindest die Möglichkeit, die ein oder andere Schraube auf ihren Festsitz zu prüfen. Hier ist alles dabei. Jede Knarrengröße, gerade auch diese ganzen Torx-Größen. Immer mehr Motorräder haben Torx. Ein Werkzeugsortiment gehört dazu zum Fahren. Kriegt ein Däumchen. Ich weiß, dass ihr manche Sachen gar nicht so auf dem Zettel habt, aber es ist so. Der Luftdruck, wie oft wird er denn geprüft und wie oft wird mal Luft nachgefüllt? So eine Luftpumpe, die mit einem Zigarettenanzünder funktioniert. Das kommt bei mir relativ oft zum Einsatz, gerade wenn man mal unterwegs ist oder so, sein Bike dabei hat oder mal auf die Rennstrecke geht, dann kann das Ding richtig was. Wer möchte denn heutzutage hier den großen Kompressor mitschleppen? Dieser Aufbockständer, der ist super praktisch. Wie das Ganze funktioniert, das machen wir am besten mal kurz in Dortmund auf der Motorradmesse. Kommt mal schnell mit. So, ja, also ich habe so einen Aufbockständer im Gebrauch, aber mir fehlt aktuell das Bike dazu. Einfädeln, aufbocken oder noch Hörbocken. Das Coole an dem Ständer ist, dass die Gegenstücke einmal fest am Motorrad installiert werden. Wenn du einmal so einen Ständer gekauft hast, kannst du nachträglich auch immer die passende Adapterplatte ordern. Also das Ding ist zeitlos und du kannst sämtliche Bikes damit anheben, am Fahrzeug schrauben, du kannst die Räder ausbauen, die Gabel ausbauen und deswegen kriegt das auch ein Däumchen. Das war's auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommentiert gerne unter das Video, teilt es, verbreitet es, schenkt uns gerne einen Daumen. Wir sehen uns. Tschüss!